Hallo und willkommen bei 20 Minuten von Floppy Nights. Ich möchte für mein eigenes Spiel, was ich jetzt kreiere, möchte ich Inspiration sammeln und lade euch hier mit herzlich ein, dabei zu sein oder vielleicht sogar die Inspiration euch zu geben, dieses Spiel auch mal zu probieren. Gucken wir mal. Let's go! Es geht los mit Floppy Nights. Angeblich hat man hier ein taktisches Spiel vor sich mit Grid-Kartenspiel, also eine ganz interessante Komponente. Ich lese einfach mal vor. Das ist ja Englisch, aber es ist nicht schlimm, hoffe ich. Phoebe. 20 Minuten, los geht's. Phoebe, is it complete yet? Just a sec, Carlton. Advanced robotics are not that simple. I have waited an entire week. It only took me a month to make me. Implementing an upgrade for me should only take 30 minutes maximum. 30 minutes? Are your math processes broken? Relax, almost there. Just a few more screws then. Alright, you're ready. Also anscheinend schraubt der gerade an eine Maschine. Aber was macht er da nur? This is just I finished installing a floppy disk drive on you. Aha, er hat eine Diskette installiert. Ja, Wahnsinn. Und was soll die machen? Find es raus. Sie hat ein sehr spezielles Programm. Oh, lass uns das ausprobieren. Ja, probieren wir es. Okay, ich übersetze das mal direkt aus Englisch, aus dem Englischen ins Deutsche. Fasziniert, das ist ja ein kleiner Guy. Ich kann es super übersetzen von Englisch ins Deutsche, fällt mir gerade auf. Ich nenne sie Floppy Nights. Okay, also anscheinend hat er eine Projektion mit dieser Diskette erzeugt, die auch tatsächlich Dinge bewegen kann. Also wie diesen Schraubenzieher gerade. Okay. Das sind Projektionen, die über einen magischen Code ins Leben gerufen worden sind. Aha, und sie können richtig Objekte in die Hand nehmen oder meine Sachen durch die Gegend treten. Mom und Dad sind bestimmt ganz schön beeindruckt von meiner neuen Profession. Also das ist auf jeden Fall alles ganz schön viel Magie im Spiel. Das kann ich jetzt so nicht erklären. Lass uns doch deinen Eltern das jetzt zeigen. Ich bin ready, wenn du es bist. Na gut. Also das Spiel wird schon mal gesaved. Wir haben einen unglaublichen Progress gehabt jetzt gerade. Lass uns doch die Basics durchgehen. Lade Trainingssimulation. Du brauchst nicht laden Trainingssimulation sagen. Du weißt schon, dass das so auch ohne funktioniert. Egal. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir herausfinden, wie es funktioniert. Battle Start. Na gut. Let's go. Das ist also mein Succulent Kicker. Der heißt so. Wir probieren jetzt mal aus, andere Floppy Knights zu erstellen. Captain Thizzle. Das ist eine Commander Unit. Sowas wie ein Teamleader. Na gut. Hier kann ich mir auch die Stats angucken. 5 Leben, 4 Schwert, also Angriff wahrscheinlich, 3 Bewegungen und ein Ziel. Ja, also mehr sollte es auch nicht sein. Wenn die HP 0 sind, dann hat man verloren. Attacke ist, wie viel er halt Schaden macht. SPD, wie viele Teils er sich bewegen kann. Und Range ist die das Distanz, die er angreifen kann. Na gut, dann sind wirklich alle Sachen drauf, die man braucht, ne? Um halt auf so einem Grid-System spielen zu können. Um eine Unit raufzuschmeißen, sollte man sie dann halt... Aha, okay, na gut. Warum ich jetzt nur diese 4 Felder auswählen kann, ist wahrscheinlich fürs Tutorial oder so. Jetzt habe ich noch ein paar neue bekommen. Die HP kann man da unten sehen in der rechten Seite. Und wollen wir gleich noch ein paar neue benutzen? But we have limited energy. Alles klar, okay. Also ähnlich wie bei Slay the Spire, wo wir nur 3 Mana hatten sozusagen, von denen wir zehren konnten. Und jetzt haben wir halt 5. Und alle Karten, die wir nicht brauchen, können wir wegschmeißen. Wahrscheinlich kriegen wir dann, ja, die werden dann reshuffled und wir bekommen neue für unser Deck. Okay, also ähnlich wie beim Mega Man Battle Network, wo man ja auch später noch die Möglichkeit hatte, die dann zu tauschen mit anderen Karten. Na gut, dann werde ich die mal da drauflegen. Again, to play the card. Aha. Okay. Unit gains one split. Alles klar, okay. Also das war so eine Art Zauberkarte. Ich dachte mir gerade, das wäre noch ein Monster. Okay, und dadurch kann ich jetzt bis da vorne laufen. Das ist der Radius, in dem er sich jetzt bewegen kann. Also normalerweise hat er nur 3 Schritte, die er gehen kann. 1, 2, 3. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass ich ihm die gerade gegeben habe.
Aber er könnte sich ja theoretisch auch hierhin bewegen und das wären 4 Schritte. Okay, whatever. Es gibt mehrere Möglichkeiten anzugreifen und ich soll mir das Schwert angucken. Each unit gets one free attack. Ich kann also jedes Mal einmal frei angreifen, ohne dass ich eine Energie nutze. Okay. Dann machen wir das doch mal. Okay. Here we go. Patsch. Oh, 4 Schaden. Victory! Okay, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Außer ich habe anscheinend noch einen Special Move, den ich dann halt noch nutzen kann. Und das Schwert kommt dann jeden Zug wieder. Das heißt, ich kann jeden Zug erneut mit meinen Kreaturen angreifen. Bisher, muss ich sagen, erinnert es mich ganz stark an das Spiel, was ich selbst machen möchte. Oh, ich habe sogar Rewards bekommen. Einmal Captain Thistle und natürlich auch nochmal einmal den Gegner angreifen. Das verbraucht dann einmal nochmal so ein Mana. Das ist eine gute Sache. Und hier steht Defeat All Enemies. Ich musste alle Gegner besiegen und ich musste innerhalb von 5 Zügen gewinnen. Das war innerhalb eines Zuges und deswegen habe ich die Preiskarten bekommen. Und 20 Münzen. Na gut. Das war unglaublich, Phoebe. Du bist so stark. Und es hat alles so super funktioniert. Das war ein richtig guter Job, den wir da gemacht haben. Und jetzt können wir Geld bekommen. Also es geht wirklich um Geld. Ja, sie wollen damit Geld verdienen. Das heißt, wenn man Floppy Knights gegeneinander antreten lässt, dann bekommt man Geld. Na gut. Was will er damit machen? Will er sich davon Kaugummis kaufen oder irgendwas? Wie er winkt, wie so ein Vulkan. Also ich wollte eigentlich nur dich nicht unterbrechen, aber deine Mutter und ich müssen mit dir über etwas reden. Ja, ich weiß. Ich will einen Job antreten, ne, damit ich Geld kriege. Oh ja, das wird langsam Zeit. Oh, du solltest das Leben genießen und dir nicht über Jobs irgendwelche Gedanken machen. Ja, übernimm Verantwortung. Oh, die sind sich super einig, die beiden. Der Hammer. Also solche Eltern braucht die Welt. Und keine... nein, no taken. Das sind ganz schön viele englische Redewendungen, die kann ich super übersetzen übrigens. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich möchte nämlich weiter kämpfen. Ich fand das Kampfsystem nämlich gerade total interessant und weiß nicht, ob es euch jetzt auch so ging und würde das gerne direkt noch weiterziehen, weil ich habe ja nur 20 Minuten Zeit. Wir gehen mal da rein. Und hier haben wir ein Objective, nämlich Defeat All Enemies und Don't Lose Any Unit für ein Bonus-Objective. Na dann, let's try it out. Level Start. Also mir gefällt die Musik total gut, erinnert mich so ein bisschen an die Pokémon Trading Card Cartridge, die schwarze Edition. Das war ähnlich vom Sound her, gefällt mir sehr gut bisher. So, Outskirts of Town, sounds the official client job. Unnecessary burden, Oh, wer ist das denn? Abigail, can I help you? Oh, hat die eine coole Nase. Also sie hat den Job halt gepostet und ich soll mich jetzt daran machen, dieses Problem, was sie haben, zu lösen. Sie hat vegetarische Goblins, die alles terrorisieren, und zwar ihre Farm. Genau, und das geht um die Karotten. Die sollen wir jetzt schützen. Und dafür kriegen wir das Geld. Das ist also der Job, den Phoebe hat. Na gut, dann wollen wir doch langsam mal unsere Knights rausholen. Der Hyper-Sniper. Ja, und er wollte nur staten, dass... Oha, Abigail, chill mal. Der Goblin wollte nur staten, dass er die Karotten total gern hat, weil er so ein Vegetarier ist. Na gut. Okay. Wir haben wieder Captain Thistle. Cycle, this card is turned. 1, 2, 3. Machen wir das doch mal. Oder ich gehe von hier, weil dann können mich nämlich die hier nicht angreifen. Je nachdem. Ich weiß nicht, wie die jetzt angreifen, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Was the team leader? Units take me as he went, but the commander is the leader. Aber alles klar, okay. Also das heißt, wenn der kaputt geht, dann habe ich verloren. Ist so dann sozusagen der König. Deswegen hat er auch das kleine Krönchen da unter dem Schwert. Okay. Erinnert mich auch ein bisschen an mein Spiel. Also es hat doch ganz viele Sachen, die tatsächlich da... nee, ich brauche die nicht. Muss ich was legen?
weil das reicht mir. Batsch! Okay, prima. Ah, mein Zug ist noch gar nicht vorbei. Richtig? End turn. Ah ja, okay. Also das wird auf jeden Fall nicht reichen. Aber wenn ich den hier spiele, auf ihn, dann kommt er weit genug. Und dann kann ich sogar noch... Ach ja. Oh, nicht gut. Der kann ja nur... Oh, das war ein Fehler von mir. Geh mal wieder zurück, mein Freund. Okay, ich ende meinen Turn. End turn? Enemy turn. Was? Jetzt sind alle meine Karten weggeflogen. Phoebe's turn. Die haben nichts gemacht? Thorns, unit gains one attack. Destroy. Was soll das bedeuten? Delete? This card is removed from the battle when played or at the end of your turn. This card is removed from the deck for the rest of the level. I see. Add a kick. Kick attack one unit and push it in the direction of attack. Mhm. Hop, move the unit for one energy cost. Also ich kann zwei Sachen aussuchen. Ist natürlich cool. Flip to repeat. This card will be transformed into a new card. Mhm. Na gut. Okay. Also auf jeden Fall habe ich... Batsch! Nur, ich habe keinen Angriff mehr. Aber Excellent Kicker tatsächlich ist doch ein... Haben die Summoning Sickness? Der kann sich auf jeden Fall ein bisschen länger bewegen. Der hat allerdings nur zwei Angriff und ich habe nur Unit Gains One Attack. Ich kann ihn also nicht sofort damit besiegen. Und ich will nicht riskieren. Move Unit. Destroy. Attack an enemy. Knockback. Aha. Move Unit. Destroy this creature. Move. Aha. Also, aha, ich verstehe. Also, ich habe den jetzt bekommen. Verstehe. Thorns. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Da. Also, der ist halt nicht... Wie, kann ich mir angucken, wie die angreifen? Das finde ich jetzt halt noch interessant. Switch to map. Wie greifst du denn an? Muss ich das jetzt... Hallo? Okay, also ich beende jetzt erstmal meinen Zug. Werden immer alle Karten weggeschmissen? Machen die überhaupt irgendwas? Ah ja, okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt Attack an Enemy. Das ist praktisch. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den. Weil der kann nämlich... Ach, brauche ich wirklich Move a Unit? Ist ja krass. Na gut, okay. So, weil der hat nämlich genügend Angriff, um ihn einmal zu schädigen. Und dann greife ich nochmal an. Batsch! Okay, gut. I got it. I got it so much. Okay, ich brauche anscheinend wirklich so ein Move-Dings. Er kann es nicht von alleine machen. Oh, man. Das reicht auf jeden Fall nicht. Und so wird es auch nicht reichen. Aber dadurch, dass die mich ja eh nicht angreifen... Mache ich jetzt so. Und mache so. Und dadurch kommt er erst dahin und greift den an. Quatsch. Okay. Und die Karten werden immer in die Trashcan entsorgt und man kriegt immer wieder... Ja, genau. Und jetzt kommt der. Und jetzt kommt der. Natürlich. Naja, gut. Anyways... So, ich würde sagen, dadurch, dass ich aber echt viele Move-Karten bekomme und das die ganze Zeit, das geht ja nicht aus. Ich hab die ja immer. Ich habe ja immer Move-Karten. Das heißt, eigentlich habe ich irgendwann so viele Moves übrig,
dass ich unfassbar viele Angriffe starten kann. Oder unendlich viel bewegen kann. Also ist dieser eine Wert, dieser Speed-Wert sozusagen, der ist total unerheblich. Der macht gar keinen Sinn. Und die Range, damit eigentlich auch nicht. Also die zwei Werte hätte man sich eigentlich sparen können. Bin jetzt schon so ein bisschen... lass uns alleine. Wieso nennst du uns Loser? Ich weiß nicht. Also das stößt mir jetzt gerade ein bisschen negativ auf. Also am Anfang habe ich gedacht, puh, das geht schon in eine gute Richtung, das Spiel. Aber es ist ja so ein bisschen der... Ja? Okay, also ich soll jetzt mein Deck anscheinend ein bisschen verändern. Es gibt ja einen Grund, warum ich mein eigenes Spiel mache, ne? Also ich möchte ja auch aus vielen Sachen, die ich halt gesehen habe, erlebt habe, selbst gespielt. Ich habe unfassbar viele Kartenspiele gespielt. Mittlerweile auch viel online oder jetzt viele solche Spiele, wie ich jetzt gerade spiele. Und habe halt immer wieder die gleichen Schwachpunkte gesehen eigentlich. Dahingehend, also empfand ich, ja. Also ich will auf jeden Fall nochmal angreifen. Ach krass, die kommen jetzt einfach nur dazu, ja. Na gut. Ich probiere mal nochmal ein Battle. 4 Minuten haben wir noch. Und dann... Let's call it a day, würde ich sagen. Um halt einen Überblick zu gewinnen. Okay. Auf jeden Fall reden die ganz schön viel, die beiden. Okay. Ich sehe jetzt, da kommt ein bisschen was Neues dazu. Da gibt es nochmal einen... die haben selber einen Leader da oben. Ich soll den Satelliten zerstören in dem Fall. Okay. Watch out for the enemy spawner. Reinforcements will arrive. Aha. Das heißt, ich muss das so schnell wie möglich beseitigen. Na gut. Aber wie komme ich da hin? Weil ich kann ja da nicht hinlaufen, richtig? Aha, der Forest gibt mir jetzt einen extra Boost in Defense. Das heißt, wenn er mich mit 1 angreift, dann macht mir das nicht so viel Schaden. Ja. Okay. Wollen wir den mal hier beschwören. Und dadurch, dass ich den jetzt beschworen habe, kriege ich jetzt noch mehr Karten. Poison Attack. Move a Unit. Also ich würde auf jeden Fall den hier gerne nochmal moven. Und zwar hierhin, dass der halt auch angreifen kann. Batsch. Und dann würde ich gerne... Der hat wie viel Angriff? 4 Angriff? Ah ne, der hat 4 Leben. Ach, der greift ja lustig an. Okay, das ist natürlich ein interessantes Move-Pattern. Konnte man das jetzt sehen? Als man ihn beschworen hat. Da habe ich natürlich nicht geguckt, ne? Poison Attack plus 1. Also das geht natürlich jetzt nicht mehr, aber so kann ich echt viel Schaden zufügen. Upgrade the plants in your hand. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. ich probiere mal was. Oh, jetzt habe ich auf meine Mana nicht geachtet. Okay. Na gut, das ist natürlich so eine Sache, ne? Also wenn du kein Mana mehr hast, kannst du natürlich auch keine Sachen mehr machen. Und kannst so lange halt beschwören und machen, wie du lustig bist. Oh, super. Oh, super. Oh, das hat sich ja super gelohnt. Also hätte ich vorher diese andere Karte gespielt, dann hätte ich da noch gewinnen können. Naja, dann muss er halt alles Movie Unit. Der schafft das. Und diesmal muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Also der kann einmal so eingreifen. Batsch. Dann lasse ich ihn nochmal moven. So. Und er kriegt auch nochmal... Batsch. Und jetzt kommt der Kollege. Movie Unit.
reicht nicht. Und wenn ich das hier mache, reicht dir das dann? Natürlich nicht. Also hätte ich den anders setzen müssen. Man muss schon ein bisschen mitdenken, ne? Wäre schon praktisch. Naja, gehe ich erstmal rüber. Eieiei. Also das war ganz schön doof gespielt von mir. Gut. 20 Minuten sind um. An dieser Stelle würde ich das Ganze tatsächlich einmal beenden. Kann ich da irgendwie drücken? Ist egal. Okay. Was soll ich sagen? Also, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen als 20 Minuten, um das Spiel nochmal zu analysieren, die Kartenstrukturen ein bisschen besser kennenzulernen, die Tweaks, die mir das Spiel mitteilen möchte, ein bisschen besser nachzuvollziehen, um mich mit dem Spiel einfach mehr zu befassen. Also man kriegt es nicht von an, also ich persönlich, vielleicht Leute, die halt schon ein bisschen mehr mit zum Beispiel Slay the Spire zu tun hatten oder ähnlichen Spielen, die ja gerade sehr, sehr, sehr im Kommen sind, von denen jetzt auch viele Versuche gibt, Spin-offs, um es so zu sagen, die werden damit jetzt vielleicht ein eher vertrauteres Gefühl gehabt haben, um damit noch schneller erfolgreich zu sein. Was mich persönlich ein bisschen nervt, ist, dass man wirklich für alles irgendwelche Karten braucht. Also ob man jetzt die Kreaturen bewegen möchte, ob man mit ihnen angreifen möchte, außer halt ein einziges Mal, da können sie halt von sich aus angreifen. Die Move-Patterns, wie sie angreifen, sind jetzt nicht aufgelistet gewesen, soweit ich das jetzt gesehen habe. Der eine, der konnte sich zum Beispiel jetzt ganz anders angreifen als die anderen und das habe ich nicht gesehen, ne? Also das ist halt auch ein bisschen schade. Also, dass man wirklich viele, viele Karten braucht, um überhaupt erfolgreich mit seinen Monstern zu sein. Die hatten von sich aus wenig, was sie machen konnten. Aber mit jeder Kreatur, die man beschworen hat, hat man wiederum neue, sind das Discs? Oder sind das jetzt Karten? Ich weiß nicht mehr, was das sein soll, warum ich jetzt überhaupt die bekommen habe und was das für ein komischer Minijob ist, den dieses Kind da macht, verstehe ich bis jetzt nicht. Genau, dahingehend, die Karten werden dann halt beschworen durch das Monster, was man beschworen hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man dadurch wieder neue Varianten hat, neue Sachen, die man spielen kann, die man dann aber auch sofort spielen muss, weil sie ansonsten schon wieder ins Deck geschaffelt werden. Also alles nicht so günstig. Vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Tasten gedrückt, keine Ahnung, aber wenn man auf Endturn klickt, dann wurden alle Karten reingemischt ins Deck, also man kann nicht das behalten, was man hat. Es wird alles wieder durchgemischt. Ich weiß nicht. Man kann halt auf nichts wirklich aufbauen. Nicht ganz meins. Also vielleicht hat es euch ja inspiriert, dass ihr das Spiel doch nochmal anzockt, dass es für euch nochmal irgendwie das Ganze wert ist. Mich hat es nicht ganz überzeugt. Und ja, damit soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ja? Also Anhänger von Slay the Spire und Co. werden das Spiel bestimmt total gern haben oder mindestens mal probieren wollen aufgrund seiner total lustigen Optik und vor allem auch aufgrund der Sounds. Die sind eigentlich echt lustig und erinnern total an diese Oldschool 90er Titel, die man halt auch so kennt. Finde ich sehr, sehr gelungen. Also man darf es ja nicht nur schlecht machen. Genau, von daher auf jeden Fall ein Versuch wert für die Leute, die das Kampfsystem sehr, sehr mögen. Okay. Dann war es das auch für jetzt und dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Möchtest du auch einen 20-Minuten-Playtest zu einem Spiel sehen, was bei dir schon lange auf der Wunschliste steht? Schreib mir gerne den Namen dieses Spiels in die Kommentare, vielleicht finde ich es ja auch interessant. Wer weiß schon, was aus all diesen tollen Inspirationen entstehen wird für ein Spiel. Wenn ihr schon ein bisschen was dazu sehen wollt, schaut euch gerne diese Playlist an. Bis zum nächsten Mal, euer David.